Wir sammeln heute hier Unterschriften für mehr Demokratie in der Europäischen Union. Und zwar geht es uns um einen Volksentscheid über den Euro-Rettungsschirm und den Fiskalvertrag. Und was wir daran kritisieren ist, wenn die beschlossen werden, und das soll ja jetzt sehr schnell passieren, bis Mitte Juni schon, dann bedeutet das, dass der Bundestag ganz wichtige Rechte verliert. Einfach Souveränitätsrechte, Haushaltsrechte. Und wir wählen damit Politikerinnen und Politiker, die eigentlich gar nichts mehr zu sagen haben. Das heißt, unser Wahlrecht wird ein Stück weit sinnlos. Und deswegen möchten wir, wenn das passiert, also wenn weitere Kompetenzübertragungen auf die EU-Ebene stattfinden, dass die Bürger das selber beschließen. Das können nicht einfach ein paar Regierungsvertreter, Merkel oder wer auch immer, einrühren, sondern das muss wirklich per Volksentscheid beschlossen werden. Wir selber, die Menschen, müssen sagen, wir möchten eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa, und dann ist das in Ordnung. Und genauso in Ordnung ist das, wenn die Menschen dagegen sind. Also Kern ist einfach, wir sind die Bürger, wir sind der Souverän und wir möchten entscheiden über die Euro-Rettungsmaßnahmen und darüber, ob wir mehr EU wollen oder eben nicht. Also erstmal begrüße ich es, dass die Debatte zu diesem Thema endlich breiter wird und Grüne wie mehr Demokratie sehen beide, glaube ich, gemeinsam ein gehöriges Demokratiedefizit in dem, was da gerade stattfindet, und dazu gehört eben auch, dass ja extrem wenig Debatte stattfindet. Also von daher begrüße ich ausdrücklich, dass Sie das jetzt hier machen. Konkret der Inhalt, Volksentscheid, Referendum zu den aktuell jetzt anstehenden Punkten ESM und Fiskalvertrag, da haben Sie die Grünen jetzt erstmal nicht an Ihrer Seite. Schade. Ja, will ich dann auch gerne noch näher erläutern. Aber auf jeden Fall, der Punkt ist, wir haben die ganze Zeit über ein Jahr lang auch die Bundesregierung kritisiert. Sie hat uns immer wieder unnötig unter Zeitdruck gesetzt. Ne? Also wir hatten dann immer nur die Variante jetzt, ne? Frist oder stirb, es gibt irgendwie 5 Tage, es gibt 10 Tage oder so. Das wäre so nicht notwendig gewesen. Und dass es jetzt eben auch um intergouvernementale Verträge geht und ja gar nicht um den EU-Vertrag, ne? Das hat auch was mit der Verhandlungsstrategie dieser Bundesregierung zu tun, mit der Verhandlungsstrategie auch von anderen Regierungen in Europa, die eben tatsächlich weg wollen von dem erfolgreichen, aus unserer Sicht, Integrationsprozess der Europäischen Union der letzten 30 Jahre, wenn man da, ne, alles noch Mögliche verbessern kann. Aber grundsätzlich waren wir da auf einem immer demokratischeren Weg, auch wenn da noch etliches an Defiziten da ist. Und die machen jetzt eine Kehrtwende. Wir haben jetzt einfach einen intergouvernementalen Vertrag gemacht, nur sozusagen der Regierungen, zurück ins 19. Jahrhundert, in die Bismarck'sche Diplomatie, und wollen das jetzt einfach so durchziehen. So, also warum daher, machen die Grünen da mit? Da machen wir nicht mit. Und wir haben deswegen schon lange gesagt, wir wollen einen Konvent. Wir wollen, dass, wenn da was geändert wird, das innerhalb der europäischen Verträge gemacht wird. Oder wenn das nicht geht, dann muss man eben die europäischen Verträge ändern. So, wir haben auch unseren eigenen Beitrag dazu geleistet. Wir haben zum Beispiel Anfang dieses Jahres einen sogenannten grünen Konvent im Bundestag abgehalten, wo wir eben gesagt haben, wir finden tatsächlich im Bereich Haushalt, im Bereich Wirtschaft, im Bereich Finanzen, im Bereich Soziales, da gibt es Veränderungsbedarf. Da würden wir erstmal als These sagen, da wollen wir auch mehr Europa, allerdings demokratisch legitimiert. Da muss man noch mal gucken, wie die Kompetenzen des Europäischen Parlaments sind, der Kommission, des Europäischen Rates. Da wollen wir mehr Demokratie. Also wir haben einen eigenen Konvent gemacht und wir haben auch noch zusätzlich eine eigene Veranstaltung gemacht. Wir haben es sozusagen Konsilium gemacht, genannt, genau zu dieser Verfassungsfrage. Also wie ist das denn? Ja? Wie sind denn die Urteile des Bundesverfassungsgerichts der letzten Jahre dazu deuten? Ist das tatsächlich so, dass wir jetzt schon ganz am Ende sind? Geht es jetzt nur noch über den berühmt-berüchtigten Artikel 146, ist das Ende der Fahnenstange da erreicht oder wie sieht es aus? So, und da ist jedenfalls unser Fazit. Mit dem Paket jetzt ist es nicht erreicht, das Ende der Fahnenstange. So, man kann es inhaltlich kritisieren, da haben Sie jetzt gesagt, das ist jetzt nicht so sehr Ihr Thema, da sollte man vielleicht trotzdem noch auf den einen oder anderen Punkt eingehen. Aber jedenfalls im Sinne von verfassungsrechtlich, das geht gar nicht anders, da braucht es jetzt einen Volksentscheid. War jedenfalls eine breite juristische Meinung, das ist nicht der Fall, sondern da ist sehr viel Politik im Spiel, eben aus unserer Sicht der Integrationsverhinderer, die eben sozusagen eher nationalistisch oder nationalstaatlich unterwegs sind, vom Text her, vom Grundgesetz und vom Grundgedanken des Grundgesetzes her ist das nicht der Fall, sondern das Grundgesetz selber könnte dann auch entsprechende Schritte vertragen. So, warum argumentiere ich das mit Bezug auf ESM und Fiskalvertrag? Beim ESM ist es so, dass tatsächlich Deutschland da inzwischen Verpflichtungen eingegangen ist. Es gibt den alten Rettungsschirm, den sogenannten EFSF. Da haben wir bereits unterschrieben, für 211 Milliarden Euro wollen wir da im Zweifel einstehen. Und tatsächlich verhandeln wir aktuell darüber, diesen dauerhaften Rettungsschirm ESM
190 Milliarden Euro. Dafür wollen wir dauerhaft im Zweifel in die Haftung gehen. So. Aber das ist nicht irgendwie wegdelegiert oder so. So, das ist jetzt nicht so, wir stellen das Geld zur Verfügung und irgendwelche anderen Leute in Brüssel oder sonst, wir dürfen darüber entscheiden. Sondern ohne eine Entscheidung, eine Einzelentscheidung des Deutschen Bundestages, darf da de facto kein Euro ausgegeben werden. Sondern es gibt da für andere Länder gilt das nicht. Ne? Für kleine Länder heißt das tatsächlich, sie geben das ab. Aber es ist so geregelt, dass beim ESM mindestens 80% zustimmen müssen. Und Deutschland hat ein Stimmrecht von 27%, also hat ein klares Vetorecht, eine klare Sperrminorität. Ohne Deutschland, und es ist festgesetzt, gesetzlich bereits, im Stabmech-Gesetz, also Stabilitätsmechanismus-Gesetz, ist verankert, dass der Deutsche Bundestag darüber entscheiden muss. Nicht die Bundesregierung darf darüber entscheiden, nur der Bundestag darf darüber entscheiden. Der hat da tatsächlich ein Vetorecht. Ohne den Deutschen Bundestag darf das nicht entschieden werden. Ich fand es gut und habe unterstützt die Klage der zwei SPD-Abgeordneten, die gesagt haben, wenn Deutscher Bundestag, dann auch richtig Deutscher Bundestag. Ne? Deutscher Bundestag-Beteiligung heißt nicht, irgendwelche neuen zufälligen Leute in irgendeinem Geheimgremium dürfen darüber entscheiden, sondern der Deutsche Bundestag soll darüber entscheiden. Wie das genau passieren soll, wie breit tatsächlich die Rechte des einzelnen Abgeordneten, der einzelnen Abgeordneten des Deutschen Bundestages ist, das wird noch endverhandelt. Da kann man noch sagen, mehr oder weniger. Wir setzen uns da klar für mehr ein. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Das ist noch nicht endgültig entschieden. Aber klar ist, nicht die Bundesregierung entscheidet alleine. Und auch nicht irgendwelche anderen europäischen Länder dürfen über unser, oder Brüssel alleine darf über unseren Kopf hinweg entscheiden, sondern nur mit Zustimmung des Deutschen Bundestages darf Geld ausgegeben werden des ESM. Aber erstmal sozusagen in der materiellen Substanz sind die Schuldenbremsenregelungen des Fiskalpaktes weniger streng als das, was wir jetzt schon im deutschen Grundgesetz haben als Schuldenbremse. Wir haben jetzt im deutschen Grundgesetz verankert, dass der Bundeshaushalt nicht mehr als 0,3% Schulden machen darf ab 2016 und dass die Bundesländer überhaupt keine Schulden mehr machen dürfen ab 2020. In diesem intergouvernementalen Vertrag mit anderen 24 europäischen Ländern steht drin, dass man maximal Schulden machen darf von 0,5%. Also unsere jetzt schon in der Verfassung mit Zweidrittelmehrheit verankerte Regelung geht weiter als das, was im Fiskalpakt drinsteht, materiell. So, und deswegen, materiell kann ich da sozusagen nicht erkennen, ne, dass da dadurch zusätzliche Einschränkungen da sind. Neu ist, dass wenn man sich da nicht dran hält, obwohl das in der Verfassung steht und obwohl man einen völkerrechtlichen Vertrag unterschrieben hat, dass dann jetzt auch der Europäische Gerichtshof angerufen werden kann. Also nicht nur eine einzelne Bundestagsfraktion darf zum Bundesverfassungsgericht rennen, ne, und das Bundesverfassungsgericht verhängt dann Sanktionen gegenüber der Bundesregierung, sondern auch der Europäische Gerichtshof würde, wenn Deutschland dagegen verstoßen würde, gegen Deutschland vorgehen können, Sanktionen verhängen können. Das ist eine zusätzliche Dimension, das ist richtig, aber vom qualitativen Gehalt her sehe ich eben, und das ist Ihr Thema, ist die Grenze des Grundgesetzes erreicht? Ja? Ändert sich da materiell so viel gegenüber dem Ist-Zustand? Sehen wir das noch nicht. Wir sehen eine Notwendigkeit für mehr Demokratie in Europa. Dafür wollen wir eben auch die europäischen Verträge ändern. Dafür brauchen wir auch einen Konvent. Und wir würden uns auch dafür einsetzen, dass es europaweite Referenden gibt. So, da muss man sich darüber unterhalten. Das ist ja jetzt auch noch nicht ausgestaltet. Ne? Also wie die genau ablaufen, welche Sperrminorität, also Quoten sozusagen, es in jeweiligen Ländern braucht und so weiter. Ein europaweites Referendum, da haben sie uns immer an ihrer Seite, aber hier geht es ja im Kern um was anderes. Hier geht es darum, ob das deutsche Grundgesetz das nicht mehr mitträgt und inwieweit man die Deutschen mehr Kompetenz an Europa abgeben, und da sage ich, in verschiedener Hinsicht ist das nicht ganz stimmig, weil da wird gar nichts an Europa abgegeben, sondern geht es um intergouvernementalen Vertrag und das, was da abgegeben wird, ist auch in der Substanz nicht so, dass es das Grundgesetz überschreiten wird. Genau, Sie haben es von europaweiten Referenden gesprochen. Da sind wir auch dafür, müssen die Verträge geändert werden, kein Thema. Dennoch sind wir der Auffassung, dass für den Fall der Abtretung von Souveränitätsrechten der Mitgliedstaaten, es geht ja auch nicht nur um Deutschland, sondern auch um andere Länder, zum Beispiel in Irland ist es ja schon in der Verfassung, Volksabstimmungen stattfinden müssen, weil nur der Souverän selber quasi seine Rechte abtreten kann.
Gut, das haben Sie gesagt, das ist jetzt in diesem Fall noch nicht gegeben, aber für den Fall, in der Zukunft, sagen wir mal, was weiß ich, eine gemeinsame Außenpolitik, also dass es keine deutsche Außenpolitik mehr gibt oder andere Dinge, wo zweifelsohne Souveränität übertreten wird, sind Sie in diesem Fall dann für Volksabstimmung auch in Deutschland? So, also wie Sie wissen, diskutieren Grüne ne, schon seit Jahren engagiert und auch mit eigenen Vorschlägen zum Thema, wir wollen auch nicht nur auf kommunaler und nicht nur auf Länderebene, sondern wir wollen auch auf Bundesebene endlich in Deutschland direkte Demokratie einführen. Da haben wir auch schon Gesetzentwürfe entwickelt, da haben wir auch schon Gesetzentwürfe eingebracht und auch aufgrund der aktuellen Debatte sind wir wieder dabei, unsere Vorschläge nochmal anzuschauen und zu überarbeiten. So, und da geht es eben wiederum darum, also wie breit macht man das? Also nicht nur die Frage sozusagen, welche Beteiligungsquoten und so weiter gibt es, sondern auch ne, sozusagen soll über alles abgestimmt werden, welche formalen Kriterien muss zu den Abstimmungen müssen da eingehalten werden und wollen wir tatsächlich alles freigeben oder würden wir schon sagen, ne, Thema Todesstrafe beispielsweise, ne, darüber sollte es vielleicht keine Volksabstimmung, sollte es nicht die Möglichkeit zur Volksabstimmung geben, also wie weit man sozusagen diese auch inhaltlich Einschränkungen macht aufgrund der deutschen Geschichte und vielleicht aufgrund wegen anderer Gründe, zum Beispiel weil man völkerrechtlich bereits gebunden ist in Bezug der Todesstrafe. So. Da sind wir in der Diskussion, das ist nicht abgeschlossen. Da gibt es welche, die sich eben auch dafür aussprechen, dass wir europäische, also für diese Frage Souveränität europäische Verträge zu machen. Da kann man auch grüne Parteibeschlüsse zu finden. So. Es gibt für beides gute Argumente. Eigentlich sozusagen vom Herzen her, sozusagen als Verfassungspatriotin, wäre ich da auch eindeutig für eine Volksabstimmung in Deutschland. Aber ob das jetzt gleich der erste Anwendungsfall sein sollte, der direkten Demokratie in Deutschland, ne, da bin ich mir halt nicht ganz sicher. Und da gebe ich zu, da hätte ich dann doch auch, könnte ich mir vorstellen, dass man das erst anders macht und sozusagen und dann aufgrund der Tradition das dann dahin kommt. Mhm.